Wohin mit Stuttgart? Das neue Hausprogramm des Renitenztheaters über die Schwaben und wie sie im Angesicht einer drohenden Katastrophe gewitzte Geschäfte machen. Wohnen ist kein Menschenrecht! Wohnen ist kein Menschenrecht! Wer das glaubt, dem geht es schlecht! Wer das glaubt, dem geht es schlecht! Na, da seid ihr endlich die Globalisierungsverlierer! Ja, herzlich willkommen zu unserer Wohnungsbesichtigung hier in unserem neuen Wohnpark unter der Rosensteinbrücke. Wir, die Stuttgarter Vetterle KG mit beschränkter Haltung, wurden beauftragt, schnellgreifende Maßnahmen gegen die grassierende Wohnungsnot zu ergreifen und sind stolz, Ihnen heute dieses Ressort zum Erstbezug anbieten zu können. Aber Sir, warum hier, Sir? Sie befinden sich hier in einer fast fertigen Sleep-and-Go-Tiny-House-Anlage mit 600 Einheiten, die im Drei-Schicht-System zum Wohnsharing angeboten werden. Also insgesamt 1800 regenfest überdachter Schlafplätze. Aber 600 Quadratmetern für je einen Schlafsack, Stuhl und Spind. Aber Sir, hier ist doch nichts, Sir! Ja, weil die Begrenzungslinien für die Parzellen erst morgen gezogen werden. Aber heute schon können Sie unverbaubaren Neckerblick genießen. Denn was zählt bei Immobilien mehr als alles andere? Lage! Sir! Gut erkannt, ihr Vollpfosten. Ja, in welcher Lage befinden Sie sich denn als Wohnungssuchende? In einer verzweifelten. In einer ausweglosen, Sir. In einer beschissenen, Sir. Ja, prima, ihr Pappenheimer. Sag mal, was macht ihr eigentlich beruflich? Ja? Assistenzarzt, Sir. Elektroingenieur, Sir. Berufsschullehrer, Sir. Also ich bilde Elektroärzte und Assistenzingenieure aus, Sir. Ja, kann ich mir das nächste Mal nur raten. Augen auf bei der Berufswahl. Wo befinden sich denn riesige Ressourcen ungenutzten Wohnraums? Sir! Wo, Sir? Unter Brücken, ihr Arschgeigen. Wir kreieren ganz neue Stadtviertel mit so klingenden Namen wie Rosensteinbrücke, Wagenburgtunnel, Zweite Röhre, Schwabtunnel, König-Karl-Brücke oder Feuerbach-Viadukt. Mit Verlaub, Sir, aber bisher konnten Menschen ohne Wohnungen umsonst unter Brücken schlafen. Das ist Kapitalismus, du Entenarsch. Einen Markt zu schaffen, wo vorher keiner war. Und wo sind Bad und WC, Sir? Machen Sie einfach hier rein. Wo rein? Ja, in den Neckar. Ah, na wenigstens das Klo, Wasserspülung. Danke, Sir! Und was passiert bei Hochwasser, Sir? Mit dem Wegschwimmen von Möbeln und Bewohnern endet der Mietvertrag. Wir empfehlen daher Luftmatratze statt Isomatte. Wenn Sie Glück haben, schlafen Sie hier ein und wachen in Mannheim wieder auf. Sir, sehr lustig, Sir. Und wie hoch ist die Miete, Sir? Pro Parzelle und Schicht 990 Euro. Oh, das ist teuer. Bei finanzieller Schieflage setzen Sie Ihr Häkchen einfach bei sexuelle Gefälligkeiten beim Mietrat. Stimmt. Das ist zynisch, Sir. Genau. Ja, was kann ich denn dafür? Wer ist denn schuld an der Obdachlosigkeit? Die Politik, Sir? Die Bauwirtschaft, Sir? Die Stadtplaner, Sir? Nein, verdammt, die Obdachlosen, denn ohne Obdachlose gäbe es keine Wohnungsnot. Ah. Ja, war das für alle klar verständlich? Sir! Jawohl, Sir! Ja, geht doch! Also, hier entlang zur Vertragsunterzeichnung. Wohnen ist kein Menschenrecht! Wohnen ist kein Menschenrecht! Wer das glaubt, dem geht es schlecht! Wer das glaubt, dem geht es schlecht!